Moin meine Lieben, ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle in das neue Jahr 2022 hineingerutscht, wie man ja so schön doof sagt. Naja, wichtig ist, Hauptsache euch geht's gut. Alles andere ist Kokolore, es kommt und geht. Ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Letztens habe ich noch gesagt, ich werde mich frühestens Dienstag melden. Heute ist Montag, ja, und ich bin schon wieder da. Ich habe ja gesagt, es wird da nichts geben, worüber man reden kann wahrscheinlich oder sowas. Ja, und was ist? Pustekuchen. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich genau wie Fabio, einmal lieber, dass ich denke, dass es keine Transfers gibt. Und was ist? Zack, Zechos ist weg. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher von den Jungs, ich weiß nicht, Sifu oder Duavi, einer von euch, meine ich, hat ja mal gesagt, verbessert mich, oder derjenige, der es gesagt hat, melde dich mal, dass Zichos halt gerne mal in den USA noch spielen möchte und seine Karriere dort beenden möchte. Ja, das hatte ich auch mal mitbekommen, korrekt. Wie konkret oder ernst das war jetzt war, wusste ich jetzt aber auch nicht. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass er jetzt nach dieser Saison dann wechselt. Ja, nun ist es jetzt gekommen. Ne? Für 3 Jahre unterzeichnet er in der Major League Soccer bei Chicago Fire, glaube ich. Dem Ex-Club da, wo Schweinsteiger auch da gekickt hatte. Ich weiß nicht, Fabio, du hast glaube ich auch gesagt, irgendwie wir kriegen noch eine kleine Ablöse von 500.000. Ich habe leider jetzt nichts gefunden, aber umso besser, wenn wir noch ein bisschen Geld bekommen und sein Gehalt dann auch weg ist. Aber was halte ich davon? Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen schwierig zu handeln, denn jetzt haben wir mit Hübers und Kilian, ja, wahrscheinlich jetzt unsere neue Innenverteidigung. Meri ist auch da, ja. Er hat auch oft bewiesen, dass er dann halt auch direkt da sein kann. Aber er hat jetzt auch die ganze Zeit außen vor, stand er und hat gar nicht gespielt. Was ist, wenn sich jetzt einer verletzt für einige wenige Wochen oder mehrere? Dann hast du nur noch 2 andere. Und wenn davon mal einer scheiße spielt oder gesperrt ist, dann hast du nur noch einen. So, jetzt ist die Frage, ob du dann mit, weiß ich nicht, Schmitz in der Innenverteidigung spielst, mit Easy in der Innenverteidigung, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder ob sie dann im Notfall Šestić doch hochziehen, wenn es dann mal Not am Mann ist, keine Ahnung. Oder die holen jetzt tatsächlich doch noch irgendwie einen anderen außer Wundertüte hier, den sie direkt verpflichten oder erstmal ausleihen, ich habe keine Ahnung. Kessler erwähnte jetzt auch irgendwie, dass jetzt so auch jetzt irgendwie ein bisschen Bewegung hier in das Ganze kommt. Kann auch sein, dass jetzt ein Noah Katterbach oder Sava Šestić dann jetzt doch auch noch verliehen werden. Bestenfalls in die zweite Bundesliga. Ja, gut. Warten wir da jetzt mal ab. Anscheinend passiert doch mehr, als die Heinis uns immer da glauben lassen. Aber ist auch gut. Ist auch überraschend für uns. Ne? Meistens hast du immer 1, 2, 3 Tage vorher oder Stunden vorher weißt du schon alles aus der Presse und dann kommt Köln an, ja übrigens, der ist gewechselt. Und dann sagen wir, ja, das wissen wir schon. Aber gut, Training fing halt auch an. Marc Uth mal wieder, hat wohl wieder Schnupfen, keine Ahnung, ist wohl nicht genug Obst, habe ich ihn aber schon mal gesagt, dass er das machen soll. Andersen und Schindler, die drei sind irgendwie krank, erkältet, keine Ahnung. Alle anderen sind wieder zurück, also wichtig ist da dann hauptsächlich halt auch Ljubicic und Timo Horn sind halt auch wieder im Training. Ich glaube, Ostrak, weiß ich nicht, ob der da jetzt auch wieder zurück ist oder ob der noch irgendwie hinterherhängt, weiß ich nicht. Aber gehen wir jetzt mal von den hauptsächlichen Spielern aus, also Ostrak mal ausblenden. Ja, haben wir jetzt halt ohne Uth, Andersen und Schindler das Training begonnen. Angeblich soll sich Baumgart selber schon festgelegt haben, wer im Tor spielen wird oder weiterhin spielen wird. Kann ja auch Schwebe weiterhin bleiben. Angeblich, ja, Ende der Woche jetzt, vor dem Sonntagsspiel, wird das irgendwie zwischen denen da erstmal ja, ausgeknobelt, beziehungsweise Baumgart wird dann jetzt zum Wochenende hin vor dem Spiel mit denen sprechen und sagen, so habe ich mich entschieden. Aber wenn er sich jetzt vor dem ersten Training oder nach dem ersten Training schon entschieden hat, der muss der Horn gestern so explodiert sein, der ist da Neuer, Kahn, Bodo Ilgner zusammen, keine Ahnung. Das Schwebe sagt, alles klar, dann gehe ich in Rente und Jonas Urbich, der kleine 14-Jährige da, so sieht er jedenfalls aus, ich grüße dich mal lieber. Nein, der sitzt dann halt auf der Bank, weil Schwebe sagt, ja, dann habe ich hier nichts mehr, dann kann ich auch aufhören. Also dann musste eigentlich Schwebe im Tor bleiben, oder verstehe ich das jetzt falsch, wenn Baumgart sich angeblich jetzt schon festgelegt hat, weil Horn hat ja Trainingsrückstand.
was weiß ich, Erfahrung oder Athletik hat er jetzt vielleicht nur minimal verloren. Also keine Ahnung. Also Schwebe hat vermeintlich einen Fehler gemacht gegen Augsburg, wo er hingeht, den Ball abprallen lässt, Hahn vor die Füße, der macht ihn rein, fertig. Ansonsten hat sich Schwebe nichts zu Schulden kommen lassen. Und das hat jetzt auch nichts mit und gegen Timo zu tun oder sowas, dass man ihn nicht mehr im Tor haben will oder. Er hat uns halt den einen oder anderen Punkt oder Sieg ja auch gerettet. Ne? Das Unentschieden gegen Leipzig vor allen Dingen da, was er da alles gehalten hat. Aber Schwebe hat in den, was, 5 Spielen da, die er gespielt hat, hat er einfach eine super solide Leistung gebracht. Und für unser Spiel, für unser von hinten heraus spielen und für unser Mitspielen und vielleicht Pressing, Gegenpressing oder sowas, ist er einfach der bessere Torwart in dem Sinne. Also solange Schwebe jetzt nicht ein, zwei Böcke schießt oder sowas, sollte man ihn im Tor lassen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wenn jetzt Timo am Sonntag in Berlin spielt und er hält gut, ja gut, hat Baumgart alles richtig gemacht, hat Horn alles richtig gemacht, dann freuen wir uns auch alle. Auch wenn es dann schade ist für Schwebe, wie auch immer. Ja, was gibt's sonst so? Ja, ansonsten eigentlich nichts, ne? Oder fällt euch was ein, worüber man jetzt auch sprechen kann? Ach so, wegen Zichos. Ja, genau, da bin ich jetzt abgeschweift. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass er jetzt tatsächlich weg ist, ohne dass man jetzt vielleicht dann doch noch mal einen vierten holt. Und wenn das irgendwie jemand ist aus der zweiten Liga, der halt über Jahre schon zweite Liga gespielt hat und da ja auch, was weiß ich, gegen uns gespielt hat damals, einfach zur Sicherheit. Ansonsten ja gut, wenn du aus der zweiten Mannschaft da welche hast, sei es jetzt Cestic oder andere Innenverteidiger, die da dann einspringen können, okay, dann ist das so. Dann fangen wir das halt so auf. Da müssen wir uns mal überraschen lassen. Es kommt aber schon ein wenig überraschend, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, wahrscheinlich war es jetzt die allerbeste Möglichkeit, dass sie ihn jetzt holen, also Chicago, dass sie Zichos jetzt holen, damit er sich A einleben kann. Da die, was weiß ich, Vorbereitung mitmachen kann, weil die pausieren ja gerade aktuell, wenn ich jetzt richtig liege. Und dann wäre dann direkt fit zum dortigen Saisonstart halt direkt da auf der Matte. Ist halt was anderes, als wenn die Saison läuft und der kommt da an und muss erstmal da ja ankommen. Das ist halt auch semi-gut, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass du hier von Deutschland nach Österreich, Schweiz, Italien, Polen oder Nachbarländer hier hinreist oder sowas. Das ist auch schon einmal da über den kleinen Teich darüber, ne? Ja, 111 Spiele hat Zichos gemacht. Die Spiele, die er gut gemacht hat, oder die Spiele, wo er nicht negativ aufgefallen ist, sondern wo er einfach ohne Fehler oder großartige Fehler ja, absolviert hat, sind weitaus mehr als die Spiele, wo er schlecht war oder wo er Fehler gemacht hat, die uns Punkte gekostet haben und so weiter. Aber das haben auch andere Spieler, ne? Das vergessen einige immer. Das hat ein Bornau genauso. Auch im letzten Jahr war Bornau, ja gut, war halt zweimal länger verletzt und alles. Ja, er hat uns mit dem Tor den Arsch gerettet da zur Relegation. Alles gut, kein Problem. Alles richtig. Generell habe ich ja vom Bornau selber ein Trikot und mag ihn ja auch oder sowas. Aber gut, mit Wolfsburg hat er sich ein Eigentor geschossen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber worauf ich hinaus will, ist, andere Spieler, vermeintlich bessere Spieler, die hier jede Woche abgefeiert werden, die haben genauso viele Fehler gemacht oder andere Fehler oder auch gravierende Fehler, die zu Niederlagen oder Punktverlusten geführt haben. Das war nicht nur Zichos alleine. Zichos hat man damals für 1,8 Millionen, glaube ich, waren das, aus Kiel geholt. Genau wie Sobich. Der war aber, glaube ich, ablösefrei von St. Pauli. Und die beiden waren damals in der Vorsaison, bevor wir sie geholt haben, die beiden zweikampfstärksten Innenverteidiger der gesamten zweiten Liga. Und wie gesagt, wir sind mit Zichos aufgestiegen, wir sind mit Zichos zweimal in der Liga geblieben. Dafür, dass er so fertig gemacht wurde, kann er ja gar nicht so schlecht gewesen sein. Und auch ein Bornau war nie Abwehrchef. Nein, es war immer Zichos. Er hat sich bei jedem Trainer hat er sich durchgesetzt. Ob das denn hier bei den anderen, ich weiß schon gar nicht mehr, die Vorgänger vor Gisdol hier, hier schon Alzheimer kickt rein hier. Aber sagen, bleiben wir mal bei Gisdol, dann aber auch bei Funkel und jetzt aber auch bei Baumgart, war immer gesetzt und er ist auch eine Führungspersönlichkeit. Er hat Ausstrahlung. Ja, gut, das, was er mal mit dem Fuß falsch macht oder wie auch immer, das macht er aber durch seine Härte und durch seine Leidenschaft halt immer wett. Das muss man einfach ganz klar sagen. Da können sich andere Spieler eine kleine Scheibe von abschneiden.
Was ich sagen will, ich hätte mir gewünscht, wenn er vielleicht jetzt noch die Saison zu Ende bringt, aber wenn das halt sein großer Traum war und jetzt die Möglichkeit hat, dorthin zu wechseln, dann soll er das machen und dann wünsche ich ihm natürlich auch alles Gute. Und wenn die Saison dann da laufen wird, dann werde ich mir das mal alles mal ein bisschen reingucken oder angucken, reinziehen, das war das Wort, wie er sich da macht. Und ja, der Fußball dort sollte teilweise eigentlich langsamer sein, würde ich behaupten, als jetzt hier in Deutschland. Aber da gibt es natürlich auch schon einige gute Spieler, die ihn da halt gefährlich werden können. Aber gut, gucken wir. Er hat einen Dreijahresvertrag, er hat dann ausgesorgt wahrscheinlich, also gehe ich fest von aus. Und nach den 3 Jahren, ob er dann nach Deutschland zurückkehrt oder dort bleibt, das wird man ja dann sehen. Aber für die gezeigte und ja, Leistung, die Zichos bei uns gebracht hat, überwiegt mehr das eher Positive als das Negative. Das Negative ist halt so im Kopf beinhaltet oder verankert, weil wenn er einen Fehler gemacht hat, war das halt immer sehr gravierend. Das war natürlich auch ärgerlich, das hat mich natürlich auch geärgert, ganz klar, um Gottes Willen. Gerade auch so die Spieler raus, wo er den Ball immer in Fuß des Gegners gespielt hat, das hat mich zuletzt halt auch aufgeregt, ganz klar. Aber dann vergessen wieder Leute, wenn er denn mal einen Zweikampf stark gerettet hat oder sowas. Das wird dann nie so wirklich in Waage gelegt. Ne? Ja, ansonsten mal gucken, wie die Jungs jetzt hier die Woche trainieren. Sollten ja soweit alle an Bord sein. Bis halt natürlich Skiri, ist ja klar. Der tuckert da irgendwo in Afrika dann jetzt demnächst rum. Ansonsten sind alle anderen da. Ich hoffe, dass die Jungs alle gut trainieren werden. Ja, und dann sich soweit fürs Spiel am Sonntag in Berlin fit machen. Und dass wir einfach unabhängig, ob es vielleicht keine Punkte geben sollte, aber dass wir einfach ein gutes Spiel machen und nicht da auf dem Platz stehen und wo wir sagen, was ist das hier? Das ist ein Rückfall in alte Zeiten. Darauf habe ich halt keinen Bock. Ist halt wichtig, dass wir gut in die Spiele reinkommen, ne? Weil nach Berlin wartet Heimspiel auf uns die Bayern. 3 Tage später dann das Heimspiel im Achtelfinale, DFB-Pokal gegen den HSV und dann wieder ein paar Tage später wartet schon das Auswärtsspiel beim VfL Bochum. Also die Jungs, das ist ein bisschen knackig, da muss man gleich da sein, gleich wach sein und gleich am besten da weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Und zwar mit Fighten, Kämpfen und Angreifen und die Tore machen und dann wird man auch auf jeden Fall Punkte holen. Gut, einmal in die Kommentare, wie ihr das seht, mit Zichos Abgang, holt Köln noch Ersatz. Oder anderweitig irgendwo Ersatz, weil jetzt ist da ein Kaderplatz frei. Ja, wird Meret jetzt doch wieder eher mehr spielen oder bleiben Kilian und Huijsen jetzt die Innenverteidigung? Ja, was ist mit der Torwartfrage? Bleibt Schwebe im Tor? Kehrt Timo Horn als alte Nummer 1 zurück? Wie gesagt, äußert euch da mal, ich bin gespannt. Ansonsten, ja, vielleicht gibt es ja unter der Woche demnächst ja schon wieder was Neues. Dann kommt halt natürlich schon früher ein neues Video, als jetzt erst am Freitag, Samstag zum Spiel bei der Hertha. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche, meldet euch, bis bald, macht's gut, tschüss.